Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von mir. Die 100 Abonnenten waren für einen Tag erreicht, ja. Aber es hat mich wieder jemand deabonniert, leider. Und das Intro hatte ich gestern gemacht und mich schon darüber gefreut. Ich wusste noch gar nicht genau, was ich machen werde. Ich dachte mir, dass ich vielleicht für meine momentanen Level bis zum Level 50, also Anfang erstes Prestige, online spielen werde, alles aufnehmen und das in Zeitraffer abspielen werde. Aber ich guck dann mal, ich habe ja jetzt wieder Zeit, bis ich einen Abonnenten wieder habe. Und dann guck ich mal. Für die mich kennen, ich war schon lange nicht mehr bei Xbox Live Online, das liegt daran. Wer das neue Dashboard-Update gemacht hat von Xbox Live, weiß natürlich, dass diese drei Spiele irgendwie nicht mehr gehen und komischerweise geht das Spiel bei mir nicht mehr, was ich irgendwie komisch finde. Wisst ihr, ich habe das Original und das ist ganz komisch, ich kann es einfach nicht mehr spielen. Genau, ich habe von meinem Kollegen, der hat Halo Reach, habe ich mir das ausgeliehen, ging auch nicht, ist ganz komisch. Also ich denke mal, es liegt entweder daran, dass ich es vom Release gespielt habe oder keine Ahnung, ist halt so. Und jo, dann habe ich mir jetzt halt Black Ops mal für einen PC gekauft. Und ja, ich habe da mal ein bisschen gespielt und bin Level 33. Das würde dann von Level 33 bis 50 hochgehen. Vielleicht mache ich dann auch noch im ersten Prestige bis 33, damit man komplett so einen 50er Level Aufstieg mitbekommt. Ja. Okay, zu den Anfragen aus Resident Evil 5. Ich habe mal ein paar von meinen Kollegen gefragt, mit einer Nacht sogar. Und das werde ich mir dann irgendwann mal demnächst ausleihen und ein Video dazu machen. Das Spiel ist dann aber halt nicht für die Xbox, das ist für den PC, aber ich meine, darauf kommt es jetzt wirklich nicht an. Weil das ja wirklich immer das gleiche Spiel ist, denke ich mal. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Ja. Genau, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für das 100-Abo-Special, dann postet die einfach mal und ich guck mal, ob ich da irgendwas machen kann. Zu der Person, die mich halt jetzt abonniert hat, es tut mir leid, dass ich für eine Zeit keine Videos gemacht habe, aber ich musste gucken, dass ich noch ein bisschen für die Schule lerne. Ja, ich habe schon Arbeiten geschrieben, obwohl es kaum zu glauben ist, aber es ist nun mal so, ne? So. Vielleicht mache ich auch als Abo-Special mal ein Spiel mit meinen ganzen Kollegen auf Steam, also Black Ops. Oder, ja, Black Ops mal auf jeden Fall, das weiß ich schon. Denn ich habe schon das Intro in Black Ops-Style gemacht. Die momentane Level ist ein bisschen lustig, weil wir hier irgendwie in diesem Flugzeug sitzen, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Normalerweise wird das nämlich so ein Aussehen wie so ein... Ach Gott, jetzt weiß ich auch nicht, wie das heißt. Jedenfalls das Teil, das immer die Karte in Brand setzt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Ist ja egal. So, jedenfalls, wir spielen hier mit meiner Lieblingswaffe, mit der AUG, oder AUG, wie auch immer man sagen möchte. Und die habe ich auch beim Online-Modus. Nur auf der Xbox war ich halt schon weiter. Da war ich schon Level 44 und da hatte ich schon ein bisschen mehr Skill mit der. Auf dem PC sieht das da ein bisschen anders aus. Da komme ich noch nicht ganz so recht mit der Waffe, aber es hält sich in Grenzen. Also ich meine, ich kann schon noch damit umgehen, so ist es nicht. Ich muss mich halt ein bisschen umstellen von dem Controller auf die Maus und Tastatur. Das ist ein bisschen anders, aber da ich ja ein leidenschaftlicher Gamer bin, ist das für mich kein großes Problem. Und ja. Wer mich auf Steam adden möchte, der soll mich einfach anschreiben oder ich schreibe es mal in die Beschreibung mit rein oder pop's jetzt im Video auf. Mal gucken, wie ich das machen werde. Skype, genauso. Ich habe Skype.
Ich weiß jetzt nicht, ob das schon jemand gelesen hat. Bei mir auf dem Channel steht das natürlich auch, dass ich das nur auf Anfrage geben würde. Das könnt ihr mir irgendwann eine Postmail schreiben oder wie auch immer. Ich habe auch noch andere Social Networks, wie zum Beispiel Facebook, das habe ich sogar verlinkt, ICQ, Skype. Ich habe sogar Werk entwählen, aber SchülerVox, das habe ich nicht, das fand ich irgendwie doof. Da habe ich mich statt mit angemeldet und dann, jo. Haben auch wenig Freunde von mir, daher fand ich das ein bisschen unnötig, mich da überall anzumelden. Und jo. Was könnte ich denn jetzt noch sagen? Achso, wer irgendwann wie mal ein Let's Play Together oder sowas mit mir machen möchte, soll mir das mal schreiben oder irgendwelche Spielvorschläge, wie das schon der Messi King, glaube ich, heißt er. Ja, ich meine schon. Wie der mir das schon geschrieben hat mit Resident Evil und daraufhin habe ich auch noch eine zusätzliche Nachricht bekommen, dass das saugeil wäre, wenn ich das machen würde. Und ja, da habe ich mich halt überreden lassen und denke mal, dass ich das dann auch in Erwägung ziehen werde. Ich habe ja schon meine Freunde gefragt, von daher denke ich schon, dass ich das dann mal machen werde. Für die, die mich schon mal deabonniert haben und mich einfach nur mal so aus Spaß angucken, ich werde auch mal noch ein Video machen, wo ich richtig zeigen werde, wie aufwendig dieses Schneiden, dieses Neuverarbeiten und alles ist, damit ihr da mal einen Eindruck bekommt, dass das nicht in 10 Minuten fertig ist. Das Video dauert vielleicht eine Viertelstunde, dann muss ich schon eine Viertelstunde kommentieren, weil ich das nicht live mache, weil das sonst sau scheiße ist, weil ich sonst nur verdammten Müll rede, wie ich bei einem Let's Play Together mit einem Kollegen gemacht habe. Da haben wir nur Scheißdreck geredet, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Und ja, ich finde das irgendwie nicht so toll, deswegen dauert das bei mir auch immer länger. Und wenn ich halt direkt kommentiere, kann ich diesen ganzen Kills, also wo ich immer drauf gehe, kann ich da nicht rausschneiden, was auch scheiße ist, weil dann das Video noch länger wird und meine Verbindung sowieso so scheiße ist, dass ich da immer für 100 MB 2 Stunden brauche, was auch totaler Scheißdreck ist. Also ihr müsst das wirklich mal versuchen zu tolerieren. Aber nochmal zurück zu diesem Video, das ich mal machen werde. Ich weiß noch nicht genau, ob es ein Vlog wird, weil ich eigentlich genau gar nicht weiß, was ein Vlog ist, weil jeder irgendwie das sein Vlog nennt, aber irgendwie das halt keiner weiß, was es ist. Ja. Glaube ich zumindest. Wenn nicht, Google ist mein Freund. Okay, ja. Wollte ich noch was sagen? Ja, das Black Ops, das ich dann in Zukunft spielen werde. Wenn ich dann halt die Online-Kommentare machen werde, was ich manchmal zwischendurch tue. Das ist dann eben nicht Englisch, sondern Deutsch, weil ich es ja jetzt für Steam habe und da ist das dann ganz lustig. Vielleicht kann ich auch mal noch so ein paar Let's Plays, sind das eigentlich nicht, das sind einfach mal so Plays oder Let's von CSS oder sowas machen. Also, ich mach mal Half-Life, hab ich alle, glaube ich sogar. Also alle, die in der Orange Box sind, hab ich da. Und die kann ich ja auch mal irgendwann mal so anspielen, vorstellen oder sogar richtig spielen. So, hier das finde ich am geilsten. Wer den Trailer kennt diese Szene bestimmt, die bald kommt. Das sind jetzt hier diese Szenen, wo man sich abseilen muss. Und da gibt's ja beim Trailer diese Szene, wo man durch das Glas bricht und dann direkt schon rumballern darf. Ja, genau. Für die, die es nicht kennen, sucht mal unter Black Ops Trailer. Okay? Ja, jedenfalls, die Szene fand ich immer am geilsten. Und habe mich schon gefragt, wann kommt denn die endlich? Das kann doch nicht so ewig lang dauern. Und ja, hier ist sie jetzt und sie ist einfach nur der Brüller. Go. Und los. Bam.
Das ist einfach nur hammergeil. Also hier echt ein Lob an Treyarch, das habt ihr wirklich geil gemacht, Jungs. Das ist echt Hammer. Das ist echt richtig geil. Und hier. Hier auch habe ich im ersten Moment gedacht, oh nein, jetzt gehe ich drauf. Und ja, war dann ganz lustig, dass mein Kollege hier gekommen ist. Und ja. Zurück zu diesem Video, was ich schon machen werde. Das weiß ich noch gar nicht genau, wie ich das machen werde. Ich muss dann eine Datei. Ja, genau, ich öffne hier Black Ops und werde dann mit einer neuen Videoaufnahme zeigen, wie ich die Videoaufnahme bearbeite. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Wenn nicht, ich habe hier das Fenster, wo ich die Zeitleiste drin sehe und alles. Und davon werde ich aufnehmen und das werde ich dann halt mal ein bisschen näher beschreiben und so weiter. Jo. Dann könnt ihr schon mal so ein paar erste Einblicke von zukünftigen Let's Plays sehen. Ja, genau. Und ja. Ich will jetzt mal so ein kleines Propaganda an mich machen. Jetzt nicht so unbedingt, ja, ich bin der Beste, empfiehlt mich weiter. Nee, ich möchte einfach nur, sagt's doch mal euren Freunden weiter, empfiehlt mich weiter. Es ist nämlich wirklich verdammt viel Arbeit, diese ganzen Dinger zu kommentieren und zu bearbeiten, und diese ganzen Intros sind auch nochmal ein Haufen Arbeit. Und ich möchte einfach, dass die Leute das sehen und mir mal eine Rückmeldung geben. Weil es ist echt, es geht mir richtig auf den Sack, so extrem lange Spiele. Das Black Ops ist ja jetzt noch nicht mal so lang, wenn ich jetzt Fallout 3 oder sowas machen würde. Ich glaube, da würde ich würde mich umbringen, im übertragenen Sinne. Aber manchmal ist es echt ziemlich viel. Und gut. Aber ich mache es ja gerne. Ich habe mich ja auch dazu entschieden, dass ich hier ein Black Ops Let's Play mache. Und von daher denke ich, dass das jetzt auch kein Problem ist, zu dem ich ja mich freiwillig dazu entschieden habe. Nur diese kürzlichen Pausen von vielleicht mal 5-6 Tagen, die muss man einfach mit einhalten. Es ist so, ich gehe nicht arbeiten, ich gehe immer noch zur Schule. Ich kann das nicht einfach mal abends tun, ich muss noch was, ich muss für die Schule lernen. Ich habe Arbeiten zu schreiben, dafür muss ich auch lernen. Ich habe einfach nicht so viel Zeit, wenn ich jetzt irgendwie auf einer Realschule wäre oder auf einer, was weiß ich, Gesamtschule, Hauptschule, um jetzt mal die ganzen Dinger nicht so unbedingt in den Dreck zu ziehen. Weil jeder lernt für den Status, den er halt kann. Was weiß ich jetzt, ob er irgendwelche, keine Ahnung, ob es irgendwie Eltern nicht vermitteln können, ob er einfach, um es hart zu sagen, zu dumm ist oder was auch immer. Und um jetzt niemanden näher zu treten. Aber es gibt halt Sachen, die versteht nicht jeder. Es gibt Sachen, wofür ich einfach mehr Zeit brauche wie andere. Ich habe zum Beispiel schwierigere Hausaufgaben wie ein Grundschüler, um es jetzt mal ganz drastisch zu sehen. Und ja, das hier fand ich auch geil, Tomahawk voll ins Herz. Und ja, deswegen, ich habe einfach wenig Zeit und versuche noch so viel wie möglich dafür zu opfern, dass ich hier etwas präsentieren kann. Und dann wird das irgendwie nicht gewürdigt und ich, das ist doch Schatzdreck. Dann wäre ich der von mir, das mache, das ist nicht so toll, ne? Ihr müsst das verstehen. Wenn ich arbeiten würde, dann könnte ich abends, wenn ich heimkomme, einfach mal zocken und könnte das kommentieren und hochladen. Das wäre ja gar kein Problem. Nur es ist eben so, dass ich nicht so viel Zeit habe. Ich muss, ja, ich schreibe Kurse. Ich habe mein Abitur zu tun, das möchte ich mit einem guten Schnitt machen, damit ich auch eine ordentliche Arbeit kriege. Und ja, dafür muss ich halt eben noch studieren gehen, was dann auch nochmal Zeit kostet. Und ja, aber ich möchte jetzt hier nicht so viel rumflamen und die 15 Minuten sind auch schon gleich rum, die ich jetzt hier komplett mit diesem Scheiß, was euch eh nicht interessiert, zugemüllt habe. Aber egal. Also ich denke mal, dass ich jetzt hier gleich einen Schritt machen werde, da das Intro auch noch dazu kommen muss und so viel Zeit habe ich nicht mehr. So, nach diesem Kill hier mache ich mal so einen Schnitt oder so. Und jo, man sieht sich dann mal so im nächsten Part, ne? Ciao.